Ja, der Titel ist schon eigentlich das Interessante noch an dem ganzen Vortrag. Ich werd, glaube ich, Ihnen versuchen nahezubringen, warum Genie und warum auch Wahnsinn das Tool. Also es ist definitiv nicht so gemeint, dass einen das Ding in den Wahnsinn treiben kann. Wobei man es, wenn man es wirklich ganz hart durchzieht mit allen Features und allen Funktionen und allem, was das Ding so kann, dann kann es wirklich einen in den Wahnsinn treiben, weil man wirklich von der Flexibilität, werden Sie dann später sehen, wirklich komplett alle Türen und Tore sind da offen und man kann es so flexibel gestalten, dass das Problem ist, dass man sich zum Beispiel auch unter anderem nicht mehr auskennen kann zum Schluss. Also das ist die Gefahr dabei. Also man muss da immer mit dem gesunden Menschenverstand natürlich hin. Ich werde Sie natürlich, hoffe ich doch auch zumindest nicht so lange mit Folien langweilen. Sieht man dann schon auch an der Slide-Anzahl 4, 2, 1, 1. Also ich habe so nicht wirklich viel an Folien vorbereitet, aber dafür umso mehr Live-Demo. Also ich möchte Ihnen das halt einfach zeigen und so irgendwie mit Folien und Screenshots langweilen. Ich hoffe natürlich, dass nichts schief geht und dass hier mein braves MacBook ein bisschen durchhält. Denn es sind doch die ein oder andere virtuelle Maschine gerade an. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Zur Agenda. Ich würde einfach klassisch starten mit einer kurzen Vorstellung und danach eben mit einem kleinen Rückblick, Vergangenheit, Sinn und Zweck. Also schlicht und einfach, was ist in der Vergangenheit bei Elkon vor dem Konfigurationstool so passiert und was hat man sich dabei eigentlich gedacht? Dann das Elkon Backend, das Genie. Also wie sieht es letztendlich aus? Das wird auch ziemlich kurz, wie man sieht. Die Funktionsweise an sich ganz kurz erklärt. Und eben, dann wird es interessant. Dann kommt nämlich der Frontend-Teil. Dann sehen Sie auch mal, was das Ding so kann. Und ich werde auch einiges zeigen. Und unter anderem auch, wie man damit in verteilten Umgebungen umgeht. Also ist ja auch mittlerweile in ganz großen Umgebungen, gerade da, wo diese Tools was bringen, das Thema, dass man das so gestaltet, dass es möglichst flexibel ist und auch einem Komfort bringt. Dann zum guter Schluss, bevor die Fragenrunde angeht, noch eben ein bisschen Zukunftsmusik, was ich mir so dabei noch gedacht habe, was ich hoffe, dass noch alles funktionieren wird. Und schauen wir mal, also vielleicht kann er auch da noch ein bisschen was zeigen. Aber wie gesagt, hauptsächlich Demo. Hauptsächlich möchte ich was zeigen. Die Kurzvorstellung, wie gesagt, der Klassiker. Meine Wenigkeit, der Tobias Redl, ich bin bei NetWays Managing Consultant und da hauptgebietstechnisch natürlich Open Source Systems Management und Open Source Data Center Solutions. Also Sie dürfen mich auch rund um dieses ganze Thema Open Source mit allen möglichen nerven. Mein Arbeitgeber, ich verdiene, wie gesagt, meine Brötchen bei NetWays. NetWays wurde 1995 gegründet. Seit 2001 ist es eine GmbH und seit 1997 schon im Open Source Geschäft tätig. Dieses ganze Nagios-Pferd in Anführungsstrichen wird jetzt seit 1999 geritten, also ziemlich so der Anfang mit NetSaint und allem drum und dran. Und wir haben mittlerweile tatsächlich 30 festangestellte Mitarbeiter. Also es wächst und wächst und wächst und wir suchen und suchen, genau. Ich habe irgendwann 5 mehr seit gestern Abend, seit der Abendveranstaltung. Das wird ja. Und natürlich, wie erwähnt, Spezialgebiet ist Open Source Systems Management und Open Source Data Center Solutions. Von den Leistungen her, das decken wir gleich mal direkt auf. Ganz klar, wie gesagt, Rechenzentrumsbetrieb. Consulting, unter anderem auch die ganzen infrastrukturellen Themen, aber auch Monitoring Hardware mit unserem Shop und natürlich, wie bekannt, die Veranstaltungen. Bei den Veranstaltungen, Sie mögen sie kennen, die Open Source Monitoring Konferenz. Noch erwähnenswert ist, was immer mehr zunimmt, ist auch diese Open Source Data Center Konferenz, also ist quasi die typische Zielgruppe alle Administratoren. Wer sich im administrativen Bereich, also auf der Command Line, zu Hause fühlt, der ist genau in dem Thema richtig bei der Data Center Konferenz.
Okay, dann zur Vergangenheit, Sinn und Zweck von dem Ganzen. Quasi einfach mal den Hintergrund und so weiter erläutert. LConf ist ein LDAP-basiertes Konfigurationstool. Jetzt für alle, die ein paar komische Gesichter sieht man schon. LDAP, keine Angst, auch wenn man es teilweise nicht kennt. Es ist nur halb so böse, als man denkt. Ich finde es mittlerweile eigentlich ganz super und habe es lieb gewonnen. Und dieses Tool erlaubt einfach quasi, kurz zusammengefasst, das strukturierte Ablegen Ihrer Konfiguration. Also Sie können sich das ruhig vorstellen wie irgendeinen Windows Explorer Baum. Aber das sehen wir dann auch gleich. Von der Vergangenheit her, die Idee, das Konzept und die grundlegende Entwicklung, als LConf quasi geboren wurde, war im Juli 2009 circa. Entstanden ist die ganze Idee bei einem, ich glaube man darf sagen, einem bayerischen Autobauer aus Ingolstadt ursprünglich mal. Da standen wir vor einer ziemlich großen Herausforderung, da die Umgebung, die dort aufgebaut werden sollte, einfach ziemlich groß war. Und es war einfach vom Management her jenseits von Gut und Böse oder wäre wirklich zu überheblich gewesen zu sagen, wir administrieren diese ganzen Tausenden und Abertausenden von Services einfach mit der Hand und machen ein VI auf und konfigurieren da. Es wäre wirklich ziemlich überzogen gewesen. Und es ist dann wirklich auch so, dass man in ganz großen Umgebungen gar keine andere Chance mehr hat, außer man zapft irgendwo CMDBs an und generiert das daraus automatisch oder man nimmt eben ein Konfigurationstool. Daraus wurde dann letztendlich die erste quasi Beta-Version, war das schon fast, LConf 08 aus dem März 2010. Da hat es damals mein Kollege, der Michael Streeb, auch auf der Monitoring-Konferenz vorgestellt und da das Feedback damals nicht mal so schlecht war, haben wir gedacht, naja gut, dann, wenn das Feedback nicht mal so schlecht ist, können wir ja weitermachen mit dem guten Ding. Das war die erste installierbare Version, schlicht und einfach. Und sie hatte zu der Zeit auch schon den LConf Import, also ein kleines Perl-Skriptchen. Das ist einfach schlicht und einfach erlaubt, eine bestehende Konfiguration zu importieren. Also das ist quasi einfach ein kleines Perl-Skriptchen, das man auf einen bestehenden Objects-Cache loslassen kann. Und der wird dann einfach in den LDAP gepumpt und in den LDAP gewandelt. Weil in dem Punkt muss man auch ganz ehrlich sagen, so ein Konfigurationstool, wenn jemand eine bestehende Umgebung hat, also wer sie nicht importieren kann, in dem Moment ist das Tool halt für den auch gestorben. Weil entweder man hat was zum Importieren oder man hat irgendwie, ich würde sagen, zwischen 5 und 10 Azubis, Praktikanten oder studentische Hilfskräfte, die da einem dann den LDAP befüllen. Aber das ist auch eher unwahrscheinlich und eine leidige Angelegenheit, das dann zu tun. Daher der Import. Dann im Oktober 2011 kam es dann letztendlich jetzt zur LConf 1.0, die erste Stable-Version, die dann vom Umfang her wirklich deutlich erweitert wurde. Da wurde alles an, oder wirklich das meiste an Funktionen reingepackt, was auch im Nagios machbar ist und im Isinga. Und da, wie gesagt, das Ganze auf einem LDAP basiert, muss man das ganze Ding irgendwie administrieren. Das heißt, Sie können irgendeinen x-beliebigen LDAP-Editor für das Ding nehmen, aber auch das LConf for Isinga Web ist quasi einfach ein kleines Frontend dafür. Das gibt es aber auch standalone, muss ich gleich dazu sagen. Also wer nicht unbedingt ein Isinga Web nehmen möchte, der kann das auch standalone installieren, hat dann eigentlich eine kleine Web-GUI einfach und kann mit der editieren. Seit November, also Anfang, Mitte November diesen Jahres, sind wir bei LConf 1.2. Da drin wurden einfach sehr, sehr viele Bugs gefixt, die halt noch in der 1.0er da waren, weil das Thema ist halt schlicht und einfach, keine Software ist bugfrei, auch wenn es eine 1.0 ist. Sehr viel gefixt, es wurde der Installer umgebaut quasi, also früher war es einfach ein kleines Bash-Skriptchen. Jetzt sind wir einfach beim Standard Configure, Make Install. Jetzt kann man es als normaler User einfach quasi blind installieren, schon fast. Der Sinn und Zweck dahinter: Wir wollten einfach erstmal ein Tool,
das in großen und verteilten Umgebungen gut funktioniert und gut skaliert. Weil das Problem ist halt auch, ich möchte damit weniger Aufwand haben. Ich möchte damit im Zweifelsfall sogar meine Hosts von Server zu Server, also von Instanz zu Instanz schubsen können, ohne da große Probleme oder Schwierigkeiten damit zu haben. Logischerweise eine andere Anforderung, Einsatz von Templates, also ich möchte nicht pro Host meine ganzen Services einzeln konfigurieren, weil da wird man ja letztendlich dann wahnsinnig, sondern ich möchte mir einfach ein Template machen, möchte die Templates im Zweifelsfall auch verschachteln können, also mit dem, ich vermute, ich erzähle dem Raum nichts Neues, ich will halt einfach das machen können, was ich auf der Command Line machen kann. Ich möchte das Zeug verschachteln können, ich möchte das Zeug einfach so die Konfiguration benutzen können, wie auf der Command Line. Wie erwähnt, der Import bestehender Konfigurationen, damit steht und fällt meiner Meinung nach so ein Konfigurationstool oder der Benutzerkreis steigt stark an oder eben nicht. Wichtig heutzutage natürlich auch Schnittstellen nach außen, beispielsweise mit einer CMDB. Es ist beim lconf möglich, vorm Generieren, während des Generierens der Konfiguration und nach dem Generieren einfach customized Skripte auszuführen. Das kann ein Bash sein, das kann ein Perl-Skript, das kann irgendwas sein. Schlicht und einfach, dass man sagen kann, bevor du anfängst zu generieren, hol dir aus der CMDB oder während du generierst, hol dir hier noch ein paar Zusatzinformationen, meinetwegen einen Wiki-Link oder irgendwas x-beliebiges und nachher kann man natürlich dann auch noch was machen. Also es ist schlicht und einfach, dass man das Ding ein bisschen erweitern kann, den ganzen Export an sich. Heutzutage auch nicht zu verachten, Gruppen und Benutzer- und Gruppenberechtigungen. Schlicht und einfach ist es so, dass heutzutage auch mehr als ein Administrator in den meisten Fällen irgendwas editiert. Aber alle, die einen Active Directory oder einen LDAP-Baum von Ihnen kennen, sie werden sich bewusst sein, das ist quasi die Heimspielzone, das Steckenpferd vom LDAP schlechthin, Benutzerverwaltung. Also nichts besser als das, irgendwelche Teilbäume damit zu berechtigen. Und schon fast in Apple Steve Jobs Manier, das wirklich Allerwichtigste war, das Ding, das ganze Frontend, der ganze lconf muss einfach benutzerfreundlich und einfach zu bedienen sein. Denn ich habe einfach, also wirklich auch selber als End-User gesagt, ich benutze es ja auch, aber ich habe keine Lust hier zu klicken und da zu klicken und hier anlegen. Man kennt ja diese klassischen verschachtelten Menüs. Ich könnte immer halt wahnsinnig werden, ehrlich gesagt. Das Backend davon ist schlicht und einfach erklärt, deswegen war es auch nur eine einzige Folie. Es gibt quasi den Mechanismus raus aus dem LDAP. Ich generiere meine Konfigurationsfiles, das ist der lconf-export. Einfach auch ein kleines Perl-Skriptchen. Rein der lconf-import, wie gesagt. Und dann gibt es noch die Verteilung quasi, das ist der lconf-slave-export. Damit ist es mir möglich, verschiedene Slave-Instanzen zu beglücken, letztendlich, wenn ich mehrere oder Multi-Instanz oder verteilte Umgebungen mache. Die Funktionsweise, jetzt wird es eher spannend. Es ist einfach eine hierarchische Darstellung, das heißt, Sie haben oben, wie im Windows-Baum, einen Root-Tree, darunter haben Sie verschiedene Ebenen. Beispielsweise haben Sie jetzt hier den Host 6 direkt unter der Ebene 1 und hier drunter die anderen unter der Ebene 2. Würden Sie jetzt hier einen Host, dem Host 2 einen Service hinzufügen, logisch, dann hat den nur der. Würden Sie den Service der Ebene 2 hinzufügen, würden den alle hier kriegen. Das heißt, lconf vererbt alle Attribute oder alle Objekte, die man ihm gibt, hierarchisch den Baum nach unten. Also klassisch quasi wie im Nagios, sondern in der Singer-Konfiguration. Ich kann irgendwo ein Template bauen, kann in dem Template sagen, nimm diesen Service, beispielsweise den Ping. Und logischerweise, solange man den Ping benutzt, oder das Template benutzt, kriegt man auch den Ping mit. Und nach unten hin kann man das Ganze natürlich auch wieder überschreiben, dass man sagt, der eine Host hat jetzt halt einen Ping mit einer längeren Laufzeit und so weiter. Dasselbe funktioniert natürlich auch noch, wenn ich das Ganze eine Ebene höher setze. In dem Moment wären natürlich Host 6 und die anderen Hosts alle betroffen. Das heißt, die Kunst dieses Konfigurationstools liegt schlicht und einfach in der Struktur.
je besser die Struktur ist, desto effizienter lässt sich auch dann damit arbeiten. Okay, das Frontend. Hier kommen jetzt weil ich schon halb auf die Uhr schaue, die klassischen, kürze ich mal ein bisschen, die klassischen Elemente, wie muss sehr einfach zu bedienen sein. Schön wäre natürlich ein bisschen Drag and Drop, Integration in Isinga, wie erwähnt, und eben die Standalone-Version. Aber damit ich sie jetzt wirklich, wenn ich schon auf die Uhr schaue, nicht länger langweile, gehen wir doch mal zum interessanten Teil über. Ich hoffe, man erkennt es noch einigermaßen von hinten. Wir haben hier ein quasi handelsübliches Isinga Web. Im Isinga Web installiert sich der lconf hier als eigenes Modul rein. Also er ist quasi voll integriert da drin. Einerseits habe ich dann hier einfach einen Connection Manager, nennt sich das einfach. Man kann einfach verschiedene Verbindungen anlegen und sagen, okay, hier habe ich eine neue Verbindung, meinetwegen zu meiner Testumgebung, da habe ich jetzt die halt mal gemacht, oder zu meiner Produktivumgebung, und kann die aber auch, weil natürlich nicht jeder irgendwelche LDAP-Verbindungen anlegen möchte, die hier auch über alle Isinga-User und Gruppen einfach weitervererben oder weiterschieben und quasi freigeben. Der Editor an sich, jetzt wird es nämlich interessanter, hat dann auf der rechten Seite natürlich die ganzen Verbindungen. Nehmen wir doch einfach mal die erste. Verzeihen Sie es mir, wenn das nicht alles so wahnsinnig schnell lädt, mein Notebook. Ich höre es nämlich vor mir schon föhnen. Das, was Sie jetzt hier sehen, diese ganze Aufteilung mit meinetwegen Base und Main und Produktionsumgebung und das ganze Sachen, das ist einfach nur so, weil ich jetzt gerade lustig war und gesagt habe, ich möchte es halt jetzt für die Präsentation so haben. Also alles, was Sie sehen, diese ganzen Strukturen, diese Ordner, diese ganzen Dinge, die können Sie frei verändern. Es ist völlig egal, wie die heißen. Es kann auch Leerzeichen gerne enthalten. Es kann auch, seit ich UTF-8 im Ding spendiert habe, auch mal ein Sonderzeichen sein. Ich habe es aber auch mal ganz wild getestet, mit irgendwelchen koreanischen Zeichensätzen wird es dann kritisch. Also da mag er dann nimmer, aber das heißt, solange man sich an normales UTF-8 und so weiter hält, ist er noch glücklich von der Bedienung her. Die Schrift. Kann man es besser lesen? Nochmal? Dann klappe ich mal den da an der Seite ein, damit es ein bisschen besser wird. Beispielsweise habe ich jetzt hier halt einfach die Kommandos ein bisschen zusammengefasst. Bei mir ist es relativ schmal, das Setup. Einfach ein bisschen Performance-Daten, ein bisschen Notifications und eben mein Ping und Availability. Darunter habe ich mal gedacht, okay, hier fängt die richtige Konfiguration an. 3 Dummy Solaris Hosts, Windows und Linux. Da ist jetzt nichts dahinter. Also wenn man sieht, von der Konfiguration her, da ist einfach halt der Localhost dahinter. Ich möchte es Ihnen ja jetzt quasi nur mal zeigen. Und jeder hat aktuell einen Ping von denen allen. So, was passiert jetzt? Jetzt brauche ich meine Seitenleiste wieder. Ich kann hier einfach nicht nur die Verbindung aufmachen, sondern ich kann auch sagen, exportiere mir die Konfiguration. Das machen wir doch einfach mal. Wie gesagt, bitte ein bisschen Rücksicht, mein PC ist langsam, also es geht in Wirklichkeit tatsächlich schneller, wenn ich immer ein bisschen mehr RAM spendieren würde. Jetzt hat er exportiert. Ich habe hier einfach mal meinen ersten Host quasi, meinen ersten Isinga Host. Der hat jetzt diese Konfiguration gekriegt. Einfach diese ganzen Hosts. Was jetzt natürlich nicht so uninteressant bei der ganzen Geschichte ist, wie schaut denn das auf der Command Line aus? Machen wir das auch mal ein bisschen gleich größer. Ist es so gut für alle zu lesen? Auf der Command Line, dieser Knopf, den ich quasi gerade gedrückt habe, macht letztendlich nichts anderes wie lconf export und sagt, exportiere mir das nach User Local Isinga etc Objects. Den habe ich einfach quasi rekursiv als Ordner eingebunden. Und
letztendlich natürlich nach dem Reload passiert dann Folgendes. Ich habe hier meine Konfiguration. Das Witzige ist an der ganzen Geschichte, er generiert es wirklich so raus, wie es hier ausschaut. Das heißt Produktionsumgebung, Base, Main, Linux, Hosts und so weiter. Alles, was Sie da sehen, sehen Sie auch 1:1 auf der Kommandozeile. Und letztendlich ist jeder Host eine einzelne Datei, die dann geschrieben wird. Das macht natürlich jetzt vom Umfang her, mit jeder Host hat einen Ping und so weiter, ist natürlich das für eine produktive Konfiguration einfach ein Quatsch, weil ich möchte natürlich nicht überall hier einzeln meinen Ping konfigurieren. Das heißt, wie erwähnt, machen wir doch jetzt einfach mal hier den Ping raus, löschen wir die denen alle mal raus. So. Hätte ich doch nur ein paar Hosts weniger gemacht. Denn es ist natürlich, wie erwähnt, Quatsch, dass ich hier jetzt sage, bei jedem Host einzeln, du musst einen Ping haben, sondern idealerweise sage ich natürlich, ich ziehe den Baum hoch, wie gesagt, rekursive Vererbung nach unten. In dem Moment kriegt natürlich jetzt jeder, der da drunter steht, das heißt alle Hosts nach wie vor, diesen Ping verbraten. Das ist ja das Einzige, was von der Vererbung her Sinn macht. Das heißt, ich exportiere wieder. Das siehst du hier dann einfach, denn also du kriegst quasi da, wo jetzt diese Anzeige ist, das Export Result. Wenn da jetzt irgendwas schief läuft, kriegst du entweder im schlechtesten Fall wirklich ein leeres Fenster, dann ist irgendwas auch im Frontend irgendwo fehlgelaufen und dann ist es wirklich auch böse, weil dann kriegt man gar keinen Output mehr. Aber im Regelfall, wenn wirklich deine Konfiguration nur faul ist, kriegst du quasi den Isinga-Output einfach vom Isinga-V-Konfigurationsfile. Augenscheinlich hat sich in dem Moment jetzt hier nichts geändert, weil man sagt ja nach wie vor, ich habe hier alle meine Hosts, aber natürlich auf Ebene Kommandozeile hat sich sehr wohl hier was geändert, nämlich letztendlich, wenn ich ins File schaue, na, nehmen wir den ersten, trägt er einem zusätzlich hier eine Zeile ein, schlicht und einfach, woher ist denn das Ganze vererbt? Und das ist dieser Teil, wo ich dann sage, da wird's wahnsinnig. Also ohne solche Hilfsfunktionen wäre man ehrlich gesagt verraten und verkauft. Weil wenn irgendwo der Baum mal wächst und er größer ist als bei meinen paar Kindergarten-Hosts jetzt hier, weiß man natürlich im blödsten Fall irgendwann nicht mehr, was, wo, an welcher Stelle ist. Aber im Zweifelsfall, er sagt die Wahrheit beim Exportieren. Also wenn man irgendwo dann im Wahnsinn endet und nicht mehr weiß, wo denn das Ganze herkommt, er schreibt einem das noch ins Konfigurationsfile. Zusätzlich natürlich, wie erwähnt, gehen nicht nur diese Pings mit Vererbung, sondern ich kann auch Templates bauen. Ich habe mir da unten einfach mal diesen klassischen Template-Baum angelegt, das einfach, um das ein bisschen optisch abzutrennen. Ich sage jetzt einfach mal, der heißt All Hosts, mein Template. Da drin in dem Template, ja, kopieren wir gleich nochmal, machen wir es noch spaßhalber ein zweites. Also wie Sie sehen, man kann da nicht nur irgendwie in den Menüs erstellen, sondern man kann auch ganz normal mit Drag and Drop einfach arbeiten und kann die Attribute dann einfach mal ändern. All Windows. Dann sage ich der Ping. Den kriegen natürlich alle Hosts. Und für Windows machen wir natürlich jetzt einfach mal, ich dupliziere den Check jetzt einfach, also ich will da jetzt nichts großartig Sinnvolles dahinter haben, das ist ja nur, um es Ihnen mal zu zeigen, mache ich einen Check Blackbox.
Letztendlich ist es dann so, dass Sie quasi diese ganzen Templates einfach verlinken können. Das heißt, Sie können genauso wie mit dem Host oder mit dem Service, den ich irgendwo hingezogen habe, einfach sagen, erstell mir hier bitte einen Link. In dem Moment wird das rekursiv wieder nach unten durchvererbt über alles, was drunter steht. Und die Windows betrifft natürlich nur hier die Windows-Hosts. Genau, nur die Windows-Hosts. Dann haue ich jetzt wieder auf den großen magischen roten Button. Ich habe natürlich jetzt mehr Services hier. Und habe die auch hier. Das Schöne ist dabei, jetzt kommt der Gimmick an der ganzen Geschichte, ich kann damit quasi auch so die ganze Kette mit Test, QA und Produktion abbilden. Schlicht und einfach, wenn ich mir hier einen Testserver hinzufüge, das ist jetzt einfach mein Testnode, und sage, ich habe hier meinen identischen Baum nochmal, oder einen ähnlichen, geht genauso, da ist eine Testumgebung und der Testhost, und ich sage, ich würde das Blackbox jetzt halt gerne in der Testumgebung testen, dann kann man den halt auch einfach rüber kopieren, kann den da abändern und testen und danach, wenn er eben funktioniert und getestet ist und Quality sagt, jawohl, passt, kopiert man das Ding halt wieder zurück. Schlicht und einfach. Das wäre quasi schon dieser witzige Frontend-Teil. Ja? Also die Frage war, ob wenn man in der exportierten Konfiguration was ändert, ob sich die dann reimportieren lässt. Da muss ich jetzt Ja und Nein sagen. Nein, natürlich primär jetzt in der Version 1.1.2 ist es so nicht möglich. Schlicht und einfach, dieser Import ist One-Way. Der generiert einen den kompletten Baum und danach muss man immer nur exportieren und alles wird immer quasi vom LDAP überschrieben. Aber da komme ich später noch bei diesem Zukunftsmusik dazu. Da haben wir uns natürlich auch Gedanken dazu gemacht, weil es ist natürlich Quatsch, wenn ich irgendwo nur in einem Kommando eine Zahl ändere, von Exit-Code 0 auf 1, dass ich dann in den LDAP muss, oder muss mein Browser aufmachen, muss in den LDAP, muss das da eintragen, auf generieren und diese ganze Kette eben, es ist einfach vom Handling her Quatsch. Aber da, wie gesagt, haben wir uns was gedacht, kommt später noch dazu. Und zwar, ich habe eine Frage wegen, wir haben bei uns in der Basisüberwachung das Ganze über Hostgruppen geregelt. Mhm. Also Windows, Unix-Server kriegen automatisch bei der Überwachung 20, 15 Services. Mhm. Wie läuft das dann beim Import auch ganz normal ab, dass dann das mit abgebildet wird? Weil wir haben ja letztendlich eine Basisüberwachung für jeden Server. Mhm. Wir haben halt je nach Umgebung, je nach Mandant 32 oder 64 Bit-Version wird unterschieden. Mhm. Geht das dann auch einfach zu importieren oder stößt es da schon an Grenzen? Nee, also man muss da ehrlich sein, es ist so eine halbe Geschichte. Also dieser Import nimmt einen die ganze Arbeit ab und sagt, gib mir deinen Objects Cache und schreib das Ding einfach in den LDAP. Das heißt, sie werden danach ihre Hosts alle da drin finden, alle Time Periods, alle Kommandos, alle Services, alles 1:1. Aber auch wirklich so, wie man es am Anfang gesehen hat, da wird dann ein Host auftauchen und alle Services direkt darunter. Weil das Problem ist natürlich, der Importer, der kann nicht wissen, wie bei Ihnen die Umgebung ausschaut. In dem Moment müssen natürlich Sie dann noch das Opfer bringen und sagen, okay, ich ziehe mir jetzt den Baum so zurecht, wie es geht. Also wie der dann später ausschauen soll, dass Sie sagen, ich strukturiere es nach Rechenzentrum 1, 2, Kunde A, B. Und danach hat der Importer quasi eine kleine Funktion, die nennt sich Cleanup. Der geht quasi danach über Ihren strukturierten Baum, vergleicht, was ist auf allen Ebenen gleich. Falls er dann sagt, okay, die 10 Hosts haben alle 10 den Ping-Check, löscht er die wirklich raus bei dem Host und zieht den Ping-Check eine Ebene nach oben. Also er nimmt einen schon ein gewissen Maß an Arbeit ab. Also Sie müssen es dann nicht wirklich einzeln reinhacken und diese Vererbungen bilden, aber wirklich diese Strukturierung, das müssen Sie auf jeden Fall selber machen, weil das kann das Skript halt schlicht einfach nicht wissen. Aber Sie können es dann auch genauso nach Hostgruppen strukturieren. Also es ist auch möglich, dass ich mir einfach eine Hostgruppe anlege, ziehe dann da 10, 20 Services drunter und sage dann, der Host ist jetzt in der Hostgruppe und dann wird es logischerweise wie im Isinga klassisch von der Konfiguration her vererbt. Ja? Ich wiederhole es im Notfall, wenn es nicht zu lang ist. Ansonsten laufe ich auf
Ja, das können wir ja wieder versuchen. Ich habe da so eine Frage, und zwar, wir benutzen derzeit in unserer Umgebung NagisQL. Ich weiß nicht, ob das auch so sagt. So, und das sieht soweit. Steht da. Ach so, das ist der hier, okay. Du warst doch da auch mal mit dem Boot, oder? Auf jeden Fall, das sieht auch ziemlich interessant aus. Ja? Was ich bei NagisQL nicht so toll fand, ist halt, wenn man hingeht und macht irgendwie Check-Abhängigkeiten oder Host-Abhängigkeiten. Mhm. Das ist von der Übersichtlichkeit nicht so der Hit. Mhm. Geht das damit besser? Da kommt jetzt der Gag an der Geschichte. Also jetzt nehme ich mal den wieder und sage, okay, machen wir den dazu. Ich kann hier unten beispielsweise einfach in mein Template gehen. Ich klappe den mal ein bisschen zu, dass es für die Hinteren schöner sichtbar ist. Kann hier sagen, ich füge da einfach was hinzu. Unter anderem, hier sieht man die ganzen klassischen bekannten Service Contacts und so weiter. Gibt auch eine Service Dependency. Jetzt machen wir mal was ganz Böses. Wir enden eine Service Dependency und sagen beispielsweise, also die Service Dependency funktioniert bei schlicht und einfach so, dass man sagt, ich habe hier Host 1 und dann meinetwegen Ping. In dem Moment generiert er quasi so eine Service Dependency und sagt, du bist davon abhängig. Das Coole an der Geschichte ist, ich kann das natürlich jetzt nicht nur hier beim Host setzen, sondern ich kann das natürlich auch da oben oder da oben setzen, im Baum. Und da, dann vererbt das runter, und ein kleiner Gimmick da drin ist natürlich, ich nehme jetzt einfach mal der Einfachheit halber, machen wir es komplexer extra, nehmen wir eine Host Dependency wieder, kann ich sogar sagen, $HostName, $Ping. Und er geht natürlich dann später einfach durch, generiert es. Und der Isinger ist ja dann wieder so schlau, $HostName, $. Und in dem Moment haben sie quasi alle ihre Services, die jetzt unterhalb dieses ganzen Baums stehen, alle vom Ping abhängig gemacht, der auf demselben Host hängt. Das heißt, wenn sie irgendwie einen NS-Client haben oder irgendwie halt einen Check bei SSH, einfach auf den hinhängen, auf den Check bei SSH, und alles drunter ist glücklich. Also da sind bei mir einige Kunden mit drin, die dann gesagt haben, ja, also zwar ganz nett, aber wir wussten ja gar nicht, dass wenn man das da einträgt, auf einmal hat er nämlich gesagt, ja, ich habe da 20.000 Regeln jetzt, 20.000 Service Dependencies und Host Dependencies. Also wie gesagt, man muss da, das ist wieder der Teil Wahnsinn, man muss aufpassen, wo man es hinschreibt, weil es ist manchmal auch dann zu viel des Guten. Aber so funktioniert es dann letztendlich, also man kann dann einfach eben die Dependency eintragen. Oder beispielsweise, wenn Sie eine Host Dependency hätten, also da kann dann beispielsweise der auch ein bisschen helfen. Also das ganze Menü ist so weit, dass er immer versucht zu helfen. Wo haben wir jetzt eine Host Dependency beispielsweise? Dann bringt er hier auch ein paar Hosts zur Auswahl, wo man sagen kann, auf die referenzierst du. Dasselbe natürlich auch bei Kontaktgruppen und allem drum und dran, dass ich auch Kontakt so hinzufügen kann. Ja? Hallo. Folgendes. Manchmal ergibt sich die Notwendigkeit, dass man einen bestimmten Host kurzfristig aus der Konfiguration rausnimmt. Ja. Das ist via VI relativ aufwendig. Gibt es hier einen Flag, wo man es einfach sagt, skip? Ja. Sagen wir so, ich mache es mal wieder ganz schlimm. Ich gehe jetzt zum Beispiel ganz oben in den Baum rein, und dann gibt es da eine Option, die nennt sich Host, wo ist das Alphabet? Host Disable. Sobald man hier das Host Disable mit irgendwas beglückt, das heißt, sobald ich da eine 1 reinschreibe oder weil ich was dran arbeite, also man kann es auch als Kommentarfunktion machen, würde dieses Objekt auch wieder rekursiven Baum runter vererbt, und alles, was da drunter steht, ist ausgeschalten. Funktioniert aber natürlich auch für einen einzelnen Host nur, wenn man es möchte. Aber so kann man im Zweifelsfall auch mal einen ganzen Baum abzwecken, dass man sagt, ich habe hier jetzt eine große Wartungsarbeit, entweder ich klicke alles auf Schedule Downtime oder ich mache hier einfach aus. Genau, geht natürlich auch mit Services, und logischerweise, wenn der Host weg ist, dann ist halt auch der Service darunter weg. Ich hätte auch noch eine Frage, gibt es eine Versionierung, wenn man Konfiguration wieder zurückrollen will, auf einen Stand vorher? Ja, also seit der 1.0, glaube ich, ist das drin. Da gibt es etwas, das quasi der L-Conf,
Das ist quasi wie so ein Post-Skriptchen, was ich vorher gesagt habe. Man kann vor, während und nach dem Generieren was machen. Und da gibt es dann einfach ein Post-Skript, das sagt, wenn du fertig bist mit Generieren, check's mir bitte beispielsweise in den SVN oder einen LDAP ein. Und da kann man dann die Konfiguration an sich einchecken, aber auch meinetwegen ein Slab-Cut, der sagt, hier hast du einen ganzen Baum in einem File. Und im Zweifelsfall, wenn danach jemand was Böses macht, kann ich das einfach eins zu eins da rauskopieren aus meinem Git, aus dem SVN, aus was immer. So. Sonst überziehe ich wieder Gottschalk. Ja, noch mal eine kurze Frage, jetzt wegen den Hosts spezifisch. Wenn man jetzt unten quasi das Blatt hat im Baum, ist ja in dem Fall sind die Hosts ja immer ein Blatt, hat man dann die Möglichkeit, effektiv zu sehen, wenn man jetzt auf das Blatt klickt, was alles vererbt wurde, dass man jetzt wirklich den Host hat? Oder geht es dann wirklich nur über den VI dann und dann gucken, woher er was geerbt hat? Das geht aktuell leider nur über den VI, dass ich das File aufmache. Mhm. Das ist aber auch die Kategorie quasi für später, die Zukunftsmusik, genauso wie bei der Dame hinten, da haben wir uns natürlich auch die Gedanken drüber gemacht. Dieses Webfrontend kann es aktuell schon, dass ich sage, meinetwegen, wenn ich hier oben einfach auch sage, Kontaktgruppe Admins, dass unten, wenn ich auf den Host klicke, dass es ausgegraut dann einfach Admins drinsteht, damit ich es eben einfach sehe, wirklich dieses WYSIWYG, what you see is what you get. Aber es ist schlicht und einfach in der 1.2 noch nicht konfiguriert. Okay, weil ich kenne das jetzt halt auch immer so als ganz praktisches Feature zum Beispiel von nConf, dass man dann dadurch dann springen kann, man hat alles gelistet und kommt dann entsprechend, kann man sich dann da wieder zurückhangeln auch. Aber genau. Also zusammengefasst, das ist ja schon fast wirklich, also dieser letzte Part mit den Wunschszenarien, da ist es unter anderem mit drin. Wie gesagt, es ist schon machbar, aber es ist einfach nicht konfiguriert. Ich habe es in meiner lokalen Development-Kiste, hier habe ich es drauf, aber da ist noch einiges an Konfigurationsbedarf, weil das Ding ist ja so vielfältig, dass man alles irgendwo mal vererben kann und da passen halt einiges der Ansichten noch nicht und solange es halt nicht passt, kann ich es halt leider noch nicht ins Paket stecken. Gerne. Kann man auch nochmal eine Differenz nachimportieren sozusagen? Wenn ich mir mit einem Skript zum Beispiel nochmal einen Teil von einer Config generiert habe, dass ich dann nochmal was zusätzlich nachimportieren kann? Also das ist die quasi dieselbe Kategorie von der Antwort wie die Dame von gerade. Im Moment der Importer, dieser lconf-Import an sich, kann wirklich nur Objects, Cache und alles rein. So könnten Sie es natürlich importieren, dass Sie sagen, ich speck den Objects Cache soweit ab. Oder dann wird es dann auch jetzt dann die letzte oder vorletzte Folie sein, da zeige ich dann noch was wir vorhaben, dass man wirklich auf der Command-Line ein bisschen was editieren kann. Und da wird es dann hinlaufen letztendlich, weil ich denke, Sie meinen, ich generiere mir einfach mit einem kleinen Skriptchen for i in 5 Files und die dann bitte rein und so weiter. Genau, die enthalten aber nur einen kleinen Teil im Genau, Prinzip, einfach ja. meinetwegen nur eine Host-Definition oder sowas. Okay. Genau. Okay. Genau das Thema kommt da noch. Weil das ist etwas, was mich natürlich auch als quasi der eigene Benutzer von dem Ding tierisch aufregt. Also, dass ich halt dann immer in den LDAP muss und generieren und so weiter. Zu den verteilten Umgebungen. Jetzt wird es nämlich schon interessanter. Ich muss natürlich bei verteilten Umgebungen verschiedene Dinge betreuen und managen. Schlicht und einfach mehrere Nagios und die Singer-Server, das heißt, die sind alle unabhängig, die stehen irgendwo und brauchen halt jeder einfach eine einzelne Config. Dann mehrere Instanzen, die Version gibt es ja genauso, dass ich sage, ich habe da 10 Instanzen auf meiner Nagios-Kiste oder auf meiner Singer-Kiste, weil ich habe da mittlerweile 48 Cores und muss die natürlich auslasten. Das Thema hatten wir ja gestern, ein Core und Limitierung und so weiter. Aber ich muss auch Master-Slave-Architekturen bauen können. Das heißt, ein Master, der ist der Allwissende über alle Konfigurationen, wird passiv betankt von den anderen und dann brauchen natürlich die anderen auch ihre eigene Konfiguration. Der Einfachheit halber würde ich jetzt gern quasi den oberen Fall zeigen, das heißt, wir haben Unabhängige. Alles andere wird, glaube ich, zeitlich absolut der Gottschalk vom Überziehen her. Wir haben hier wieder unseren Baum, nach wie vor. Jetzt muss ich hier nochmal schnell bei mir schauen. Genau, alle VMs gestartet, sehr gut. Wir haben hier nach wie vor unseren Baum.
Jetzt gibt es die Möglichkeit, den Baum wirklich aufzuteilen, dass ich sage, es gibt Dinge im Baum, wie beispielsweise dieses Base. Das sind meine ganzen Commands drunter, da sind Kontakte drunter, die möchte ich einfach auf jedem Server haben. Ich habe ja auch gar keine Lust, die überall doppelt und dreifach zu definieren. Das heißt, es gibt im LConf quasi, wird da im Moment noch dieses Description-Feld leicht missbraucht, muss man ganz ehrlich sagen. Da kann man dann einfach sagen, LConf Export Global, beispielsweise dieser Baum und alles, was da drunter steht, ist global. Jeder, der exportiert, kriegt den. Dann nehme ich hier mal meinen ersten, der Linux-Host, und sage, wieder Description. Aber du bist jetzt der Host, wer heißt der? VBox OSMC Master. Bisschen schneller. Genau, das ist der Master. Dann möchte ich natürlich meinen Slave 1, da habe ich noch eine VM. Und natürlich jetzt noch, last but not least, meine 2. So, und das war quasi die Konfiguration. Im Hintergrund, wenn man jetzt auf den großen Generier-Button wieder drückt, läuft schlicht und einfach wieder dieser Export, aber zusätzlich auch der von vorhin gesehene Slave-Export. Der greift sich einfach jeder dieser eingetragenen Hosts und geht dann quasi mit einem SSH rüber und beglückt dann die anderen Hosts, die anderen Slaves einfach mit der Konfiguration. Sieht dann letztendlich so aus, dass sie auf dem Master, den haben wir ja hier, nur noch die Linux-Hosts haben. Den machen wir auch gleich ein bisschen größer. Das ist jetzt hier mein Slave 1. Der hat dann eben die Solaris-Hosts jetzt geerbt und das Slave 3 natürlich die Windows-Hosts. Das Coole an der ganzen Geschichte ist natürlich jetzt, dass ich auch solche witzigen Dinge machen kann, wie das steht jetzt natürlich, also diese Linux, Solaris und so weiter für einen Slave, könnte man natürlich auch glücklich benennen, aber ich könnte jetzt auch sagen, mein Slave 1 ist überlastet, der hat so viel zu tun, ich nehme die einfach, also funktioniert das ganze Ding hier mit Drag and Drop, sag, so, du lieber Solaris, Solaris Nagios Server, du bist jetzt dafür zuständig, indem ich den einfach drunter klicke. Dann geht es wieder raschel, raschel, raschel. Alles ist noch identisch von den Anzahlen, nur effektiv, die hier sind jetzt weg. Und der hier hat sie geerbt. Also schön ist halt wirklich, dass man dann letztendlich einfach mit Drag and Drop über diese ganze Umgebung gehen kann, kann da Hosts verschieben, kann da Services verschieben, kann sie duplizieren. Also es funktioniert letztendlich genauso, dass man sagt, einfach ich ziehe in denselben Baum und sage Clone, ändere natürlich dann einfach Namen und die, ui. Das heißt, sie wollen einen Host auf mehreren Nagios-Servern haben, oder? Dass er quasi doppelt im Baum vorhanden ist. Also. Ach so, das meinen Sie. Ach so, ja, natürlich. Also die kann man öfter setzen. Also das ist einfach ein klassisches LDAP Description Feld. Das heißt, es ist beliebig oft da reinsetzbar. Das heißt, Sie könnten im Notfall Slave 1, Slave 2, Slave 3 unter Kommentar dazu schreiben. Also die Sache mit den Vererbungen ist ja Bombe, aber habe ich die Möglichkeit, so auf Host-Basis von dem Pre-Flight-Check, dass ich quasi sehe, mit den ganzen Vererbungen, was er mir jetzt da effektiv für eine Konfiguration für den einen Host machen würde, bevor ich dann einen Export mache? Das leider nein, aber das ist auch das Thema, wie wir es vorhin schon hatten. Ich glaube, die Frage war da hinten. Das ist dieses What you see is what you get.
Das ist quasi ja das, was Sie wahrscheinlich Sie auch wollen. Sie wollen, während Sie konfigurieren, schon sehen, was kriegt der denn alles an Hosts und welche Attribute werden vererbt. Und das ist das Gleiche. Also es ist schon drin, es ist schon machbar vom Technischen her. Es ist aber schlichtweg einfach nicht konfiguriert. Also es wird für die nächste L-Konf-Version so passieren, dass hier quasi alles ausgegraut dargestellt wird, was halt an Attributen vererbt ist, meinetwegen die Kontaktgruppe. Und für die Services, muss ich ehrlich sein, da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Weil im Moment ist es so, dass die auch einfach nach unten dann dargestellt werden. Aber aus Erfahrung habe ich dann gemerkt, so mit dem ersten Probieren ist es schwierig, die dann auseinanderzuhalten. Also wenn man die einfach unten darstellt, im Baum, dass man sagt, welche sind jetzt die echten und welche sind die vererbten. Also da haben wir einfach nur noch Darstellungsprobleme. Da ist einfach noch ein bisschen zu tun. Aber wie gesagt, in der nächsten 1.3 wird es auf jeden Fall drin sein. Weil das auch eins dieser Themen ist, die mich total aufregen. Dass ich jedes Mal ein VI dann aufmachen muss und schauen muss, was wird da rein generiert. Ja? Nur eine kleine Schwestnisch. Und zwar, wenn man jetzt mal mit Drag and Drop da arbeitet, kann man dann auch, wenn man jetzt mal aus Versehen irgendwo ein Objekt verschiebt, auch so eine Art Rückgängig-Funktion machen? Weil es kann ja mal passieren, dass man da irgendwo draufkommt, ups, jetzt vererbt er irgendwo runter, was habe ich jetzt verschoben? Kann man das irgendwie rückgängig dann auch machen? Gibt es da eine Funktion? Leider nein. Man wünscht sich diesen Word-Reverse-Button da, irgendwas geändert, ne? Und dann drückt man drauf. Kann ja mal schnell passieren, klar. Ja, also das Thema ist, dass es einfach nicht implementiert ist, aber es wäre theoretisch sogar möglich, weil der LDAP kann man ja so schalten, dass er sogar alles mitloggt, also dass er wirklich jede Änderung mittrackt. Und dann könnte man auch so einen Button eintragen, wo sagt, mach doch bitte einen Reverse der letzten Änderung, aber so aktuell ist das nicht drin. Am besten einfach bitte auf Networks.org gleich ein Feature einstellen, weil die Idee ist gut. Jetzt dann auch gleich der letzte Teil, damit ich den Rahmen nicht komplett spreng. Es ist quasi diese Zukunftsmusik, die ich eigentlich jetzt schon vorweggenommen habe die ganze Zeit. Es soll wirklich bedeuten, mehr Benutzerfreundlichkeit rein. Das heißt letztendlich, Anzeige von vererbten Attributen und Elementen, also es ist genau dieses Thema wieder. Es ist halt einfach nervig, jedes Mal den VI aufmachen zu müssen, um zu sehen, was denn da passiert. Und das Letzte ist dann natürlich, es gibt jetzt ein, das ist jetzt noch sehr Development, also dieses Skriptchen existiert seit, glaube ich, einer guten Woche, zusätzlich zu den anderen, das heißt einfach diff-commit, wie da steht, und es führt quasi die Änderungen aus LDAP und Command-Line zusammen. Ich muss jetzt nur mal schauen, der Chef sitzt da, ich zeige es jetzt einfach trotzdem, weil das Ding hat nämlich bei uns keine QA bisher gesehen und ich hoffe mal, dass es einfach funktioniert. Wie gesagt, ich bin mal mutig und zeige es einfach, also sehen Sie es mal bitte nach, wenn da irgendwo noch eine Fehlermeldung stecken sollte, weil das Ding ist wirklich, ich glaube, eine Woche alt, wenn überhaupt. Letztendlich haben wir ja jetzt, wie hier den Baum, den wir gesehen haben, habe ich beispielsweise ja einfach darunter mein Base, meine Commands und hier eben Check Host, Check Ping und so weiter, also die Klassiker. Jetzt erstellen wir uns da einfach mal ein neues, damit es schöner zeigbar ist. Sagen wir doch einfach mal Echo Test Exit 0 und das ist mein Checktest. Dann können wir natürlich den ganzen Spaß wieder generieren. Haben natürlich dann hier auf der Command-Line den Check-Test. Jetzt muss ich ehrlich dazu sagen, ich habe es gerade oben im Zimmer nochmal versucht, da ist es leider ziemlich in die Hose gegangen. Jetzt versuchen wir es nochmal und machen hier einfach statt ein Exit-Code 0 eine 1. Sagen dann lieber L-Conf, diff-commit,
du hast als Input-Verzeichnis diesen Objects, wo wir auch rein generieren, logischerweise. Dann kommt da eine Fehlermeldung. Genau. Und in dem Moment hat er hier halt auch eine 1 stehen. Und das geht sogar noch weiter, dass ich sogar sagen kann, lieber Check-Test, du bist jetzt auch noch ein Check-Test 2 CFG. Da mache ich dann einfach einen Check 2 CFG. Kann ja auch passieren. Ich möchte einfach einen neuen Check anlegen. Sage wieder Diff-Commit, mach doch mal. In dem Moment habe ich halt hier meinen Check-Test 2. Und es funktioniert so die ganze Kette durch. Also man kann das mit Hosts natürlich machen, man kann das mit den ganzen anderen Objekten machen. Also ich kann dann auch beispielsweise sagen, ich habe hier meine Kontaktgruppe, in der steckt natürlich aktuell leider nur der Isinga-Admin, aber ich habe ja da auch den Kontakt T-Redel und er kann ja genauso dann sagen, okay, Kontaktgruppe, Admins, also wie man es halt kennt aus dem täglichen Leben, T-Redel, mach doch mal, und in dem Moment ist halt der T-Redel bei den Admins dabei. Und auch ganz normal auswählbar. Und da wird es dann letztendlich hingehen. Das wird quasi die Lösung dieser Probleme werden. Aber wie gesagt, dieses Skriptchen existiert jetzt seit einer Woche. Aber das war mir ein mehr als Herzenswunsch, da ich sagen muss, so gut dieser Editor ist und so gut mir der gefällt in großen Umgebungen, ich bin einfach ziemlich verliebt in den VI. Das heißt, ich mache auch mal gern wirklich CP-Test-Host 1 nach 2, gehe dann mit dem VI rein, mache Suchen, Ersetzen und dann hau auf den Diff-Commit und zum Schluss muss das alles funktionieren. Also wie gesagt, ich möchte halt nicht einfach diese benutzerunfreundliche Kette dann gehen, nur um ein Zeichen meinetwegen zu ändern, um dann das ganze Frontend zu benutzen. Also das muss halt einfach benutzerfreundlich so funktionieren. Und es wird jetzt, denke ich, noch auf jeden Fall das ein oder andere Wöchelchen dauern, bis das Ganze wasserdicht ist. Wie man gesehen hat, beim ersten Versuch war gleich irgendwas mit LDAP-Fehlermeldung. Und also ich weiß schon, was es ist. Ich hatte nur die Zeit, immer das Ganze zu fixen. Aber da wird es dann letztendlich jetzt einfach hingehen. Also quasi das Ganze ein bisschen zu vereinen, um einfach die Benutzerfreundlichkeit herzustellen. Und jetzt sind wir dann aber wirklich schon bei einem Zeitpunkt, wo wir auch bei Fragen sind. Okay, passend dazu. Ich habe eine Frage, was passiert denn, wenn mehrere Benutzer damit arbeiten? Wer gewinnt dann beim Exportieren? Das ist im Moment noch so ein Knackpunkt. Also beim Export beispielsweise, also wenn ich nur einfach exportiere, da ist es so, dass es einen Locking-Mechanismus einfach gibt. Also quasi, Sie können nicht mehrmals generieren, also wenn quasi Ihr am Tisch gegenüber, genauso den Sie, also wo Sie nicht sehen, was der Monitor macht, wenn der genauso gerade auf den Export-Knopf haut wie Sie, in dem Moment gewinnt der als erster exportiert. Okay. Aber es ist natürlich die Gefahr da, dass im Moment die Konfiguration inkonsistent ist, weil er natürlich irgendwas ganz anderes gerade löscht, editiert und so weiter. Also ist es geplant, dass man da wenigstens sieht, dass noch jemand anderes... Ja, also wie gesagt, dieser Logging-Mechanismus auf Skriptebene geht soweit schon. Also wenn man dann auf den Knopf haut quasi, dann kommt dann eine Meldung, lconf export ist locked und dann auch bei welchem User und so weiter. Aber okay, das müssen wir halt jetzt einfach nur in die Web-Oberfläche auch packen, dass man sieht, da macht jemand was. Okay. Und dieser selbe Logging wird auch dann diesem Import und auch dem Diff-Commit, diesem neuen, zugutekommen. Prima. Am besten immer ganz weit auseinander, damit er laufen muss. Wie schaut das mit den User-Rechten aus? Also ich habe Firewall-Admins, ich habe Windows-Admins, die sollen sich nicht gegenseitig in die Konfiguration greifen. Es ist letztendlich so, dass sie quasi LDAP, wirklich im LDAP-Stil sagen können, ich habe hier einen Benutzer wie den T-Redel, der sich da oben angemeldet hat, der sieht nur zum Beispiel seine Verbindung, das kann also schon da anfangen, dass er nur einen Testserver sieht und sie sind dann derjenige, der, wie man vorhin da den zweiten Tab gesehen hat, immer das in die Produktion kopiert, das heißt, sie sind dann der Entscheidende. Das zweite ist, man kann es direkt dann in der editieren und kann aber dann LDAP-mäßig sagen, auf jedem Teilbaum, welcher Benutzer Schreibrechte haben soll. Also Sie können dann sagen, alle haben erstmal Read-Only und ich nur Read-Write und dann können Sie zwar sehen oder in Ihrem kleinen Baum editieren oder in der Testumgebung
und derjenige welcher, der eben der Admin ist oder der in der Gruppe Admins ist, der darf dann schreiben. Also es ist wirklich, können Sie sich vorstellen, wie ein klassischer Microsoft AD, wirklich ein LDAP-Dienst. Jeder Teilbaum, also egal wie detailliert er ist, kann einzeln berechtigt werden. Und die User sind die, die als Contacts vorhanden sind in der Konfiguration oder werden die anderswo administriert? Das ist auch noch so ein Ding. Im Moment werden Gruppen quasi, werden Gruppen im LDAP konfiguriert. Also das muss man wirklich dem SLAPD beibringen und sagen, das ist deine Gruppe. Und die letztendlichen User sind dann aus dem Isinga Web. Der Hintergrund des Ganzen ist, ich könnte das natürlich auch nur auf Basis vom Isinga Web machen. Das Unglückliche ist aber, dass es halt diese Standalone-Version gibt. Und es gibt dann sogar noch quasi die alten LConf-HD-Degen, die quasi schon damit gearbeitet haben, bevor es die GUI gibt. Die haben halt normale LDAP-Editoren. Und in dem Moment bin ich halt mit meiner Isinga Web-Konfiguration raus. Und daher liegt es halt einfach im LDAP noch. Gibt es denn eine Möglichkeit, über irgendeine Historie zu sehen, welcher User was geändert hat? Weil gerade wenn man dann ja die komfortable Möglichkeit hat, das dann zu verteilen, dass man das teilweise auch kontrollieren kann, wenn massive Änderungen da waren, gerade wenn es kein Zurück gibt bisher? Leider nein. Also das ist auch das Thema vom Kollegen da vorne. Also der wollte ja auch seinen Reverse-Button. Also man hätte die Informationen ja sogar da im LDAP, wenn man sie mitloggt. Aber wir haben es halt einfach noch nicht gemacht. Aber da jetzt schon der zweite fragt, schreibe ich es mir einfach mal gleich auf. Ich werde es mal als Feature für die nächste Version mit einstellen. Mal schauen, ob das zeitlich und ob dann auch der Kollege, der das Isinga Web-Modul gemacht hat, ob denn der sagt, oh Gott, das wird schwer, das wird langsam, wird einfach. Ich lasse mich mal von den Kollegen überraschen. Also ich stelle mir jetzt gerade mal vor, ich habe so meine 8000 Hosts und 20.000 Services. Ja. Die habe ich momentan schön in Hostgruppen sortiert. Mhm. Die importiere ich dann. Dann habe ich erstmal so, ich sage jetzt mal so ein Flat irgendwas. Wirklich eine flache Liste, ja. Dann arbeite ich so 2-3 Stunden, habe dann über Drag und Drop da irgendwas schön verteilt. Dann exportiere ich das Ganze, habe dann wieder irgendwie eine Baumstruktur in meinen VIs. Ja. Jetzt weiß ich wirklich nicht, was ist mir dann lieber. Also hier so eine, ich weiß nicht, 8000 Hosts, 20.000 Services, kann ich mir, ich glaube, da muss ich viel scrollen. Und im VI weiß ich jetzt, also das, was dann rauskommt beim Export, da will ich nicht wirklich wieder rein. Also was ist mir da jetzt lieber? Also meine jetzige Konfiguration oder die, also wenn man LConf dann für große Umgebungen, da muss das Import, sage ich jetzt, zumindest mal die Hostgruppen berücksichtigen. Dass ich mir das Drag und Drop sparen kann, also die Baumstruktur, sage ich jetzt mal, als Hostgruppe rübernimmt, sage ich mal. Das Problem ist, dass wir noch keinen wirklichen Anhaltspunkt dafür haben, für diese Logik, weil es würde ja gehen, wenn wir wissen, jeder strukturiert einfach seine Hosts immer nach den Hostgruppen. Weil dann könnte man ja sagen, aha, du hast die Informationen, bitte bau die Struktur anhand der Hostgruppen nach. Das Problem ist, dass mittlerweile ich beim Consulting wirklich alles schon angetroffen habe. Der eine macht es nach Custom-Variablen, der andere nach Hostgruppen, der andere hat eine wirre Ordnerstruktur und in dem Moment ist halt der Import leider verloren. Also der kann es einfach nicht wissen. Und da für diesen Part eben das, was ich auch vorhin gesagt habe, man muss manuell das zurechtschieben. Da haben wir einfach noch keine gute, greifbare Lösung, weil es eben jeder anders macht. Und sogar wenn man es dann versucht, also ich habe mal einen Versuch gestartet, das einfach mal auf Hostgruppen, dann auf Custom-Variablen und. Also das Problem ist, viele machen dann auch eine Kombination aus allem und in dem Moment ist auch ein Perl-Skript dann halt verraten und verkauft. Deswegen wird dieser Part wahrscheinlich nie wirklich hundertprozentig zu lösen sein. Also da muss man definitiv sagen, das Ding nimmt Ihnen das Importieren ab und so weiter, aber da müssen Sie auf jeden Fall Zeit reinstecken und sagen, ich ziehe mir den Baum zurecht und danach muss eben dieser Cleanup quasi drüber laufen und sagen, ich verschiebe jetzt die Attribute nach oben und so weiter. Aber den Aufwand kann man Ihnen, der ist nicht zu nehmen leider. Vielleicht vor meiner Frage eine Anmerkung zum letzten Thema, aber das ist doch ein klassisches Migrationsprojekt.
da kann man doch bestimmt auch Hilfe einkaufen und dann natürlich gegen den Anwurf kleiner Münzen wird da was Passendes gebaut. Im Zweifelsfall, dafür begabt, habe ich auch schon in anderen Firmen festgestellt, sind Werkstudenten, dafür sind Azubis begabt und so weiter. Natürlich darf man keine Umgebung mit 20.000 Hosts haben, weil sonst verflucht einen natürlich der Azubi auch irgendwann mal. Aber das Schöne ist natürlich, das, was mir jetzt spontan dazu einfällt, es ist letztendlich ja ein LDAP-Backend. Das heißt, wenn Sie irgendwie ein Skriptchen bauen, Sie wissen ja die Logik, Sie könnten ja im Zweifelsfall mit einem LDAP-Modify hin und sagen, for i-in, füg mir doch mal zusammen nach Hostname, nach irgendwelchen Gruppen, nach irgendwas. Oder im äußersten Zweifelsfall, habe ich auch schon gehabt, kann man einen Slab-Cut machen, das heißt, man kriegt den kompletten LDAP wirklich in einem Flat-File, macht dann den VI auf, macht in den VI Suchen ersetzen und macht dann einen LDAP-Import. Hört sich zwar absolut abstrus an, funktioniert aber prima. Also das ist super. Jetzt zu meiner Frage. Zum Thema Kontaktgruppen und Kontakte. Ja. Wenn ich meine Kontakte und Kontaktgruppen irgendwo anders im LDAP schon verwalte, ja, kann ich die dann auch hier nutzen, um aus den normalen LDAP-Gruppen, und die sich ja ändern können, ne? Neuer Mitarbeiter kommt hinzu, ja, ist in der Gruppe Unix-Admins, soll damit auch automatisch in die Contract Group Unix-Admins im Nagios übernommen werden, ist da was? Automatisch geht es nicht, wäre aber ein klassischer Fall für so ein Prescript. Quasi, okay, bevor du generierst, ja, schau doch mal in den Active Directory, gibt es da einen neuen Mitarbeiter und wenn, trag den doch da ein. Okay. Also quasi wäre das so ein klassisches, wie bei der CMDB, wie sowas, dafür sind diese Pre-, Mid- und Post-Skripts da. Ich kann mir da wie so kleine Skriptchen halt bauen, mit denen ich die wildesten Dinge machen kann, halt genau auch sowas. Und dafür sind die gedacht. Also man müsste dann einfach dann wahrscheinlich die paar Stunden investieren und dann einen sauberen Abgleich machen. Ich habe noch eine Frage zum Import. Also könnte man dem Importer nicht irgendwie sagen, nach was man es gerne sortiert hätte? Also wenn ich jetzt sage, importiere mir und sortiere nach Hostgruppen, weil ich kenne ja meine Umgebung, ich weiß ja, was ich sortiert habe. Wäre eine Idee, ja. Also ich sage, meinetwegen, ich sortiere mir nach Hostgruppen, oder dass man zumindest mal versuchen kann, was kommt denn dabei dann eigentlich raus? Also das Thema ist halt mir, ja, wobei, das könnte man eigentlich schon machen. Ne? Man könnte das einfach mal, also quasi den LDAP-Baum hier wegsichern, könnte schauen, probier mal, und wenn man damit zufrieden ist, lässt man, ansonsten sichert man zurück. Ja. Das könnte ich mir mal aufschreiben, ja, aber letztendlich ist es im Moment leider so, der kann halt, wie gesagt, hier seinen Objects-Cache und kann halt dann so einen Cleanup-Mode. Ich werde mich dann auch mal zusätzlich, ich schreibe mal es gleich mal an, in der nächsten Version mal schauen, wie viel Aufwand das ist, wird. Dann versuche ich mich vielleicht nochmal an so einer Hostgruppen und ja, Custom-War-Struktur. Also, Sie haben ja gesagt, es gibt in der Regel macht man es ja entweder nach Hostgruppen oder nach Dateisystemen, nach Ordnerstruktur irgendwie. Das ist gar nicht so schlimm. Das Schlimme ist, wenn Leute Kombinationen aus allem verwenden. Das ist dann... Das ist klar, aber nur weil die Kombination nicht funktioniert, braucht man ja die Einzelfälle nicht weglassen. Ja. Okay. Keine Rücksicht auf Verluste. ist es irgendwie angedacht, additive Vererbungen einzuführen? Ja. Die gibt's. Also Sie können in dem ganzen LDAP rumfuhrwerken wie in einem klassischen Nagios oder Isinga. Sie können oben zum Beispiel sagen, ich habe hier eine Kontaktgruppe. Hier unten können Sie sagen, der kriegt eine andere Kontaktgruppe, dann würde es ja einfach überschreiben. Oder Sie können wie im ganz normalen Isinga oder Nagios einfach ein Plus vorn hinsetzen, dann ist es additiv. Also das sind quasi die Möglichkeiten mit, entweder ich überschreibe etwas, kann man ja im Isinga oder im Nagios auch einfach tiefer was überschreiben, oder eben Plus vorne hinsetzen, dann ist es additiv, dann setzt das einfach zusammen. Andere Frage, anderes Thema. Ich habe da eine ziemlich perverse Nagios-Konfiguration, die mit Regexen arbeitet, wo über Regexe in Hostgruppen die Hosts reingelesen werden, auch mit Negierungen zum Teil. Okay. Und an den Hostgruppen, auf die Hostgruppen werden dann Services gelegt, ja, mit Dependencies auch noch. Was passiert, wenn ich sowas importiere? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe schon versucht, Umlaute und irgendwelche komischen Zeichen zu importieren. Und bei irgendwelchen, ich glaube, japanischen und kyrillischen Schriftzeichen hat es dann beim Importer aufgehört. Also solange es UTF-8 noch drin ist vom Regex und so weiter, müsste es theoretisch funktionieren.
Ja, okay, ja, ich muss es mal probieren. Also es fiel mir gerade so ein, dass wir da so ein paar Monster rumliegen haben und das könnte interessante Effekte geben, glaube ich. Ich mach mal was ganz Einfaches, weil letztendlich ist quasi dieser Diff-Commit nichts anderes wie dieser Importer halt mit einer gewissen Logik versehen. Jetzt nehme ich einfach mal dieses Checktest 2. Schreiben wir doch da mal irgendwas Komisches rein. Also ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was passiert. Schauen wir mal. Ist jetzt ja nur noch was Einfaches und Harmloses ja eigentlich. Versuchen wir mal was. Oh, no errors? Ja, ne? Wobei bei einem richtig harten Regex würde ich jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Also. Ach so, dann habe ich die Frage ja schon falsch verstanden. Sie meinen quasi. Ja? Ich habe keine Ahnung. Dürft ihr normalerweise nicht machen, weil es ja eine definierte Config ist. Und so wird er sie wahrscheinlich auch hier aufnehmen. Nein, er macht es auch, den Import mit Regex. Also ich weiß nur nicht, also er geht einfach durch. Ich weiß nur nicht, was passiert, wenn er den Regex in den Regex steckt. Das könnte kompliziert werden, aber es könnte theoretisch funktionieren. Aber wirklich, ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie probiert. Ja, am besten bitte Feedback, weil das würde mich brennend interessieren. Was passiert, wenn man dann diesen Regex in den Regex steckt? Also ich vermute mal, es wird krachen. Der Tobias hat die ganze Zeit angekündigt oder angedroht, dass er überzieht. Er hat es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Aber mehr vielen Dank. Für weitere Fragen ist er... Danke.